die Menschen, was da drinnen leben. Da lebt keiner drin. Ist der Patz, soll man schon ziemlich weit bringen? Bitte nicht betreten. Also, oh, nicht betreten. Tief im Wald startet unser nächstes Abenteuer. Unser Ziel? Ein verlassener Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Bunker soll über etliche Eingänge verfügen. Einige davon haben wir uns genauer angesehen. Allein der Anblick des Eingangs und des dahinter verborgenen Bunkers war extrem befremdlich, als würde man in ein schwarzes Loch sehen. Die düstere Atmosphäre, die unheimlichen Geräusche, die Momente, wo uns das Herz fast in die Hose gerutscht ist und was uns dort sonst noch erwartet hat, zeigen wir euch in diesem neuen Video. Da ist eh schon was. Da links. Da ist eine Tür. Okay. Wow, ja, oder? Ja, und da kannst du durch. Gehen wir doch einfach da. Wir gehen einmal dort, ja. Wenn es da nicht geht, müssen wir da rein. Ja. Ja, es gibt mehrere Eingänge. Angeblich gibt es in dem Bereich einmal drei. Und oben gibt es dann auch noch drei oder vier. Das ist stockfinster da drin. Ja, die Frage ist, ob der Teil da offen ist. Der ist kein Schloss. Boah, bist deppert. Bist du deppert. Nein, nie im Leben. Nein, wir gehen von der anderen Seite rein. Man kann das auch machen. Alter. Ist es dort eingehängt? Nein. Ja, ist eingehängt. Also dort, ja, aber drüben. Ich bin hier ein Stein davor, oder? Das kann, wie willst du das zusperren? Das. Ich bin immer den Schloss rein. Na, geh. Und wenn man es einhängt, dann könnte man es, also wenn es jemand einhängen würde, könnte man es aufdrücken von innen. Ja. Weil solange kein Schloss hängt, ist es ja nur draufgehängt. Mit Schloss. Ja, im schlimmsten, nein. Im schlimmsten Fall rufen wir den Johnny an. Und der holt uns aus. Genau. Ja, das Problem ist durch die Dokumentation. Welche Dokumentation? Damit die Kreatur, die Menschen, was da drinnen leben. Da lebt keiner drin. Mhm. Ich hoffe, das erste was anrufen. Die waren ja auf alle vier. Die laufen wirklich so auf dich zu. Ja, aber das ist aber like ein Gorilla. Like ein Gorilla so. Wir wissen nicht, was drin ist, oder? Ja. Alter. Vor. Du gehst am Schluss, du passt hinten auf wegen Licht. Ein bisschen scheiße mir auch. Ist der Stockfinster da drin. Also. Lass mal die abdrehen, die Lampe, ja. Dass wir notfalls eine haben. Mach doch Licht. Ja, aber da sieht man ja eh den Ausgang. Ja, noch. Was? Ich sehe weg, bitte leuchten. Boah, schau mal das Loch da oben. Oh, Alter! Bitte sind Stein. Da kriege ich eine Pulldose, schau. Ja. Ja, da liegt eine Pulldose. Achso. Im Marble-Backel. Ich mach das nicht. Was ist jetzt da oben? Kann aber nicht mehr. Bist du deppert, schau. Kann aber nicht mehr da hochlassen. Da kam, oh Gott, da kam nicht gerade was. Da war was. Was war da? Da war Geräusch. Achso. Ja. Kannst du bitte da hinleuchten, wo ich hingehe? Ja, da hast du die Taschenlampe. Boah, was ist denn das da alles? Die sind da sicher irgendwas abzapft, also nicht abzapft, sondern. Ja, aber was denn? Da war was. Nein, da traumfühlt es nur, oder so, als beruhigt sich kommt. Bist du da? Ist da was? Schon wieder. Da hinten war irgendwas. Was ist denn das für ein Eingang? Das ist creepy. Oh, das ist ja auch Kabel. Haben wir nicht noch? Oh, ja, wir noch eine Taschenlampe. Hast du noch eine? Ja. Sollen wir mal probieren, ob das Licht angeht? Ja, klar. Haben wir keinen Strom? Nein, hör auf.
Nein, hör auf wegen Wasser, wegen der Feuchtigkeit. Nein, Leute. Nein, das ist irgendein Tropfen Wasser, ist das. Ja. Jetzt geh mal bitte. Ja, scheiß dich nicht an. Boah, das ist schon. Schaut mal nach hinten. Nein. Boah, schaut mal nach hinten. Scheiße. Boah, Alter. Chef, da rennt jetzt einer raus, Alter. Boah. Ja, voll. Boah. Er droppt von oben runter, das ist das, was man hört. Seid ihr nicht so beliebt? Bist du deppert, das haben wir schon ziemlich weit bringen. Boah, mich beißt überall. Nein, da kann ich nicht gehen. Alter! Das ist wie meine Stimme. Das ist wie eine trockene Plane. Ach so. Ja, aber ich sag was, ich krieg immer noch Nachrichten. Wir haben so keinen Empfang hier. Dann nimm's runter. Nein, du leuchtest mich an. Leuchte mal vor. Ja. Boah, das ist nur Wasser. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Ja, kannst du da nicht? Warte, wir haben kein Licht fast, Alter. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, da ist kein Licht. Ich hab's sehr abgehört. Nein, bist du deppert, da geh nicht rein. Warum? Alter, wow. Rein. Bist du deppert? Nein, da geh nicht rein. Da kannst du nicht rein. Warum? Das geht nicht. Ich hab, das staubt, gell? Das ist staubiger. Alter, bist du deppert? Ich schau die ganze Zeit nach hinten. Man kann den Ausgang nicht mehr sehen, Leute. Na. Oh ja. Ganz leicht. Nein. Boah. Ich tue nur was an. Kann nicht sein. Ja, und ich bin da hinten. Nein, sie wollte jetzt wirklich weiter. Ja, komm. Aber schau mal, wie nass die sind. Ja. Ja. Na, da sollte man nicht weitergehen. Gehen wir da lieber da links. Aha, das ist Salz. Gehen wir auf die andere Seite dort. Warte, warte, diese bitte. Das ist so unheimlich. Schau, hat er gleich die Blätter. Ah ja, da oben. Die schlafen da. Hallo. Wo sind die anderen Lampen? Also? Die hilft mir. Gib mir die. Ich mach nicht, dass ich das nicht interessiert, was die da schon auf Zug machen. Das ist ein Raum. Boah. Oh, das ist unglaublich, das Stockfinster. Oh, da tropft es auf. Aber das ist am Eingang. Ja. Aber das kann eigentlich schon. Keine Ahnung. Das ist cool. Mhm. Was? Was? Die Wartung? Aber das ist ja gar nicht. Oh. Das ist cool. Nein, ich will ganz hinten. Cool, oder? Wahnsinn, oder? Gehen wir da rein? Nein. Jetzt lass mich da reingehen, ein Stück. Kannst du das halten, oder? Nein, geht's? Die Kamera will ich. Und macht ihr euch genug Licht? Nehmt ihr die Handys noch? Ich gerade eine. Ja? Ja? Ja, bin nur ein bisschen... Da steht ein Schuh. Warum nicht? Nein, wir können da nicht weiter. Da ist schon einbrochen. Wenn du genau schaust. Und das wird immer kleiner. Aha. Schau mal in die nächste Höhle. Das ja. Blinkt total. Ja. Das muss lebend sein. Auch von der Farbe her. Wahnsinn, gehen wir weiter. Das sind Tropfen. Naja, ich weiß nicht. Das war jetzt ziemlich laut. Nein, wir gehen da. Wir gehen wieder zum Ausgang. Komm. Gehen wir mal raus. Das ist ja Wahnsinn. Man braucht aber definitiv eine bessere Taschenlampe da. Jeder von uns. Ja, das ist so nix. Boah. Ich habe keine Brille auf, okay? Für mich schaut das alles immer anders aus. Willst du so betonen? Okay. Na, dann können wir ja jetzt weitergehen. Also, ich wollte weitergehen, das ist los. Ja, aber es war für mich auch schon.
Aber wie weit das hineingehen muss. Schon interessant. Die haben da sicher irgendwas abgebaut. Ja, ich glaube nämlich auch. Brav. Ja? Gut, schauen wir in die andere. Gut, aber wenn wir uns in der Geschwindigkeit in diesen Höhlen fortbewegen, dann müssen wir noch 30 Mal herkommen. Naja, aber jetzt hat man es zumindest einmal gesehen. Also schauen wir sich die noch an. Es gibt da drei Höhlen, die schauen wir sich an. Dann kann man ja irgendwann wieder herfahren mit besseren Taschenlampen. Schauen wir mal. Schau dir die Türen. Bist du der das sieht. Die Lampen ist auch fast leer. Das ist eine riesige Metalltür, gell? Ja, vielleicht haben sie da drin Sachen weggesprengt, damit man es nicht hört und sieht oder so. Mhm. Bist du der Depp, der ist lang gekommen? Na, Alter. Ist es jetzt so groß? Das weiß ich nicht. Das hat mir der Johnny schon gesagt, dass das so staubt. Der weiß es selber nicht. Nein, für die Luftzufuhr hätte man eine Maske mitnehmen können. Weil schon, es wird schon wieder immer dunkler. Ja. Durch den Staub. Es ist nicht so, diese Dinger, die man nicht draufsteigt, weil das da runterkommt. Ja, sicher. Diese Stahlacht mitten oder Stahlacht hinten, dann zahlt es runter, dann ist es dunkel. Ich sehe, dass der Staub so drin kommt. Wahnsinn. Aber ich muss ehrlich sagen, da ist es ein bisschen anders, deswegen anders. Das ist feucht. Aber das schaut doch, schau mal, wenn du jetzt auf die Mauer schaust, ja? Schau mal auf die Mauer dort, da drüben. Siehst du die Einfräsungen von einem Bohrer? Das kann doch ein Bohrer gewesen sein. Ein riesengroßer Bohrer. Ich glaube nicht, dass das ein Bohrer war. Na, aber schau, siehst du, schau überall die Kanten. Das ist das auch schön. So reifen? Ja. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Ich weiß nicht, wie die schauen so. Schau nicht mehr. Oh, die blendet mich. Ich glaube nicht, dass es so ein Wasserbohrer war, weil dann wäre das gleich gewesen. Ja, vor allem eckig, glaube ich auch nicht, wenn du das genau schaust. Hallo. Da gibt es aber schön ganz schön viel Gänge. Erdbeerschen. Wahnsinn. Ja. Siehst du das? Ja, ja. Na, sicher sieht man es. Du siehst das, wenn du stark mal die Lampe abschieben hast. Das ist arg, gell? Ja. Das stimmt, wenn ich ganz das Wüste noch hier. Ich kann so pusten. Nein. Ich will ihren. Bist du deppert? Stopp, da fotografieren. Oh, der Martin. Hm? Warte, sie sind schon. Schau dir das an. Sind wir schon weit drinnen? Das sind die fünfeckige Lampe, kann ich sicher. Die hat er. Achso, ja. Ist dein Licht jetzt dann schon? Das ist schon leer. Ja, dann nimm du das Viereck. Nein, passt schon. Ich bin ja hinter euch. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir da nicht. Dass wir nicht irgendwie falsch rennen nachher, gell? Ja, ich kann bis jetzt immer mal rein. Richtig, dabei geht es da in eine Richtung. Da sind Markierungen auf alle Fälle. Ja. Aha. Wie sieht das? Schwefel? Kann das sein? Das ist modrig. Was ist das? Boah. Was ist? Was ist am Ende? Was ist da? Was ist das? Weiß ich nicht. Das ist ein gemachter Boden, Leute. Das ist ein gemachter Boden. Das stimmt auf alle Fälle. Und schaut dir die Platten an da oben. Komplett nass. Was soll das da gewesen sein? Ich nehme mal an, dass die da vielleicht irgendwelche
dass sie da irgendwelche Sachen gelagert haben. Mhm. Weil das auch mit Styropor zu ist und das hält der Feuchtigkeit ab, ne? Also eigentlich war das mal so ein Styropordach. Und ich glaube, dass die da, vielleicht haben die irgendwas geforscht, keine Ahnung, und dann haben die so, was ist ein Labor oder so eine Chance gehabt haben, keine Ahnung. Also trocken ist schon feucht, aber da ist es ziemlich extrem. Ja. Ja. Und da geht es noch sehr weit. Da ist definitiv was runtergekommen. Was haben die da gemacht mit diesem Haus? Das weiß ich nicht. Das ist komplett, ich glaube, das Wasser. Ah, da kann man reinschauen. Nein, sieht man nicht. Und da rinnt es runter. Ja, komm bitte. Da kommt das Wasser, du stehst genau drunter. Ja. Da steht das Wasser. Ja. Definitiv. Gut, gehen wir den Weg zurück. Aber ist schon sehr interessant hier. Schau, ist ein Symbol. Ja, da machen wir einen Durchgang, glaube ich, den einen Supermarkt. Mhm. Ja. Braucht's. Aha, sind die sind aber vorher nicht da gelegen? Doch. Bist du sicher? Ich bin ganz sicher, weil ich habe gesagt, 28 Kleine. Ich habe gesagt, ich habe auch gesagt, ja. Okay, definitiv. Ich habe das Gefühl, dass mir das entgangen ist. Komisch. Na, ohne Spaß jetzt. Nein, die sind da gegangen und die haben gesagt, 28 Kleine. Und dürfte ja Glück haben, dass ich nicht dagegen gerannt bin. So, ich habe schon was gehört. Ein Räuspern. Okay. Ein Räuspern. Seid ihr euch sicher da rein? Ja. Ein Stückerl zumindest. Ja. Aha, da ist wieder so eine Station. Was haben sie da gemacht? Vorlagerfeuer. Ja, mit Benzin. Der ist schon wieder gemacht, der Boden. Das ist schon sehr eigenartig. Das ist schade, steht das für Nummer 4. Ja, die anderen waren 2 und so. Wirklich? Was ist da drin? Das ist wieder dasselbe drin. Das ist wieder dasselbe. Mach den Handabdruck. Was? Wie groß liegt der Handabdruck? Fußabdrücke. Da haben sie dagegen gehabt. Ja. Na gut, gehen wir zurück langsam. Ja, wie gesagt, die Lampen werden auch bald ausgehen. Nein, das kommt schon. Wir werden das nächste Mal mit besserer Ausrüstung herkommen. Es bringt ja nichts mit den Lampen, was wir haben. Oh. Was? Die Tropfen. Welche Tropfen? Ja. Kammer 3. Da steht es Kammer 3. Ich habe da keine Angst, dass da was runterbröckelt. Schon. Schaut stabil aus. Ich hab's wundert, weil du mir gesagt hast, dieser Stehenbleib und ja nicht weitergehen, weil da kommt was runter. Ja, naja, der Bereich, wo du warst, der war schon ein bisschen extrem. Ja, kennst du dich noch aus? Ja, da gehen wir links. Okay. Ich gehe den roten Pfeil nach. Okay. Da links ist er. Ja. Die schaut alle viel zu viel Horror, finde ich, Brache, ja. Das will ich gar nicht. So 100% gar nicht. Das ist ja so. Boah, schau dir die Eisentür an. Da siehst du es jetzt nochmal. Das ist wirklich Horror, gell? Total massiv. Ja, sicher ist ein Bunker. Schau, wie massiv die ist. Warum sollte ich so eine massive Tür haben für ein Bergwerk? Ich weiß nicht, wenn ich hier sprenge. Was glaubst du, was das für ein Krach macht, oder?
Ja, darüber kann man jetzt streiten. Ja, aber wäre es ein Bunker, warum würde man den Bunker räumen? Wenn das Ding als Bunker funktionieren würde, dann hätte ich ja heute immer noch die Möglichkeit, hier Räume einzurichten, ja? Und dass die Leute, weiß ich nicht, die ja viel Geld haben, Schutz suchen können, wenn ein Krieg wäre oder was. Ja, also das ergibt keinen Sinn für mich. Bewegst nicht. Nein, die Tür bewegt sich ja nicht. Ist, ah, oh ja, doch. Machen wir zu dritt. Es ist schon möglich, ja, aber... Ziehen wir mal zu dritt an. Nein. Entschuldigung. Nein, geht nicht. Nein, schwer, das. Ganz schwer. Aber ganz leicht hat sie sich bewegt. Ja. Schau mal da oben, da ist auch eine kleine Höhle. Das ist ein kleiner Baby-Christbaum. Ah ja, der ist lieb. Ja, die Frage ist, wie viel ich wieder hoch nicht? Nein, noch nicht. Cola-Dosen. Eine Bierdosen, entschuldige. Toll. Umsonst. Das Astler hittet mir das Leben. Alter! Sehr elegant. Bist deppert. Hätte ich jetzt filmen sollen. Warte noch einmal wieder runter, Leute. Langsam. Aber du hast wenigstens zwei Hände frei. Ja, genau. Gleich hast du das, gleich hast du das. Ich bin nicht ganz faul, oder? Geschafft hast du das. Was ist da drin? Eine Schwächerdose. Schwächere Dose. Warte, ich habe auch eins ohne Blitz. Da. Süß. Na dann, gut, schauen wir weiter. Aber ich wollte euch den Ausblick zeigen, Leute. Ich glaube, da links, schau. Da ist es. Boah, jetzt gehen die Lampen aus. Ich werde dann stecken. Einfach nur aus Sicherheitsgründen hineinstecken. Also wenn jemand die Tür zumachen will oder ein Schloss einlegen will, zieht er dann Stecken einfach wieder raus. Schaut ja, aber er braucht länger. Einmal so machen. Okay. Wir sind schnell. Ja. Ja. Braucht definitiv 10 Sekunden länger. Da vorne ist gemauert. Aha, was steht da? Eine Hochschule. Bitte betreten? Steht da bitte betreten? Bitte nicht betreten. Achso, oh, oh, nicht, okay. Habe ich nicht gelesen. Boah, schau mal da rein. Aber warum steht das da? Naja. Ich krieg noch einen Herzinfarkt. Na gut. Ja, die So schaut auch gut aus. Das war der erste, aber nicht, gell? Was ist da? Das geht's wieder weiter. Wow, 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 wow. Ja. Das ist ein Kastel da drin, ein Metallkastel. Boah. Melissa, sag ich dir, pass auf, was ist das? Ah, Schaumgummi. Geht's dort weiter? Der ist einbrochen. Geh auf der Seite, Melissa. So, was haben wir da? Da ist aus. Ich glaube, da hat die Schule gebuddelt und jetzt ist aus, dann muss aufgehört zu buddeln. Da ist ein Kastel. Hast du auch wegen Schrauben oder so, ne? Ja. Was steht da? Lesen. Fix, ich kann es nicht lesen. Steht es auf der anderen? Ja, Bierflaschen drin. Mhm. Das ist wirklich das Ende, oder es ist einbrochen. Nein. Ich glaube, das ist von dem Wasser, was runterkommt. Schau, weil da oben hängen Tropfen. Ja. Das ist wahr. Das sind ja auch arg. Das war, das gab es damals so einen Betonsackel und der Sackel ist weg und der Beton ist übrig geblieben. Kann sein. Schaut zumindest so aus, ja. Ja, ja, wie so ein Sack. Da vorne. Ne? Wie so ein Sack, wenn es so ein Beton rauskommt. Ja. Das sind, Nachtfalter. Nachtfalter, ja. Schau, das habe ich gemeint da oben. Nein, aber da war es zu, Martin. Der Weg da rauf geht. Ja, aber es ist ja tricky, oder? Ja, aber ich habe mir nur gedacht, dass man vielleicht von der anderen Höhle hineinkommt und dort rauskommt.
Ja, wie auch immer. Vielleicht finden wir es beim nächsten Mal raus.